Hi ihr Lieben, mein Name ist Marion Schauten von Flowers by Schauten und bei meinem letzten Spaziergang habe ich wunderschöne Hagebutte gefunden und normalerweise wären die mit der Zeit so ein bisschen matschig, aber die sind noch steinhart und ich dachte, irgendwie muss ich die heute mit dem Gesteck mit integrieren. Deswegen habe ich zwei Varianten mitgebracht, einmal eine schöne Schale für draußen, ein bisschen rustikaler und einmal ein schön natürliches, längliches Adventsgesteck. Ich würde sagen, ich zeige euch erstmal, was wir mitgebracht haben und zaubern wieder was Schönes. Die wunderschönen Hagebutten, Eichenlaub, Kiefer, unterschiedliche Zypressensorten, die Nobilis-Tanne, Plattenmoos und Polstermoos, ganz viele Zapfen, eventuell weiße Holzsterne, Kerzenpika und Stumpenkerzen. Ihr seht, ich habe sehr viele Materialien mitgebracht, weil ich gerne zwei Teile zeigen möchte. Und als Dankeschön für eure Treue, dass ihr immer jedes Jahr so fleißig zuschaut, wollen wir gerne wieder ein Gewinnspiel machen. Und wie ihr damit mitmachen könnt, das zeige ich euch nachher. Jetzt widmen wir uns allerdings erstmal dem Gesteck. Ich werde an den Seiten einfach ein bisschen locker Moos reinstecken. Das ist dieses normale Plattenmoos, was ich habe, um die Steckmasse noch ein bisschen zu stabilisieren. Ansonsten könnt ihr das auch mit Steckmasse machen. Manchmal bewegt sich das immer so hin und her und dann pieke ich das meistens eben hier rein, damit es schön bombenfest ist und ein paar Pinholder rein. Aber das kennt ihr schon von den anderen Videos. Ja, wir waren in der Natur, am Spazierengehen, obwohl das ein bisschen Schietwetter ist, aber momentan tut es, glaube ich, allen ganz gut, wenn wir manchmal ein bisschen frischen Kopf kriegen, um ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen, weil die Natur bleibt natürlich nicht stehen. Und da hat mich die Hagebutte angelacht. Ich weiß, dass ihr nicht alle diese Hagebutte kriegen könnt, aber oder finden könnt. Was ihr machen könnt stattdessen ist Ilex. Also Ilex ist klasse oder Gautherien kann man auch ganz toll nutzen. Allerdings vielleicht mehr für draußen, weil innen ist das dann auch wieder das Problem mit dem Laub. Also da würde ich eher Ilex empfinden. Ganz kurz, wenn ihr Tannengrün habt, möchte ich euch ganz kurz was zeigen. Die sind ja immer sehr, sehr wild und man kriegt gar nicht so viel raus. Also nicht nur diese schönen Spitzen verwenden wir, sondern auch diese Endstücke. Und dann kann man das ganz toll einfach abschneiden. Und sonst vielleicht noch mal für einen Kleinkranz nutzen. Sowas würde ich dann entsorgen. Ich mache dann immer die untersten Stiele sauber. Kann man noch mal einen schrägen Anschnitt verpassen. Und dann stecke ich ganz grobmotorisch das Tannengrün locker rein. Dann sind solche Stücke zum Füllen ganz klasse. Und man macht erstmal eine Basic. Ich nutze dafür am liebsten eine Sorte Tannengrün zum Starten und dann arbeite ich mit dem nächsten Tannengrün und dann wieder mit dem nächsten Tannengrün. Ja, ihr seht, ich mache immer sehr viel mit Stabkerzen. Das heißt natürlich nicht, dass ihr so ein Gesteck nicht mit Stumpenkerzen machen könnt. Das könntet ihr hier auch, aber ich finde momentan oder seit Jahren einfach Stabkerzen richtig klasse. Die brennen ganz, ganz toll und haben sofort irgendwie so eine gewisse Leichtigkeit. Und das sieht einfach immer richtig schön aus. Erst recht jetzt mit diesen Zinkpikern. Die ein oder anderen kennen die, die ich mitgebracht habe. Die will ich gleich hineinstecken. Wie gesagt, wir machen erstmal die Basic. Und ihr seht, nicht so schön sauber, aber da kommt dann nachher wieder Zypressengrün drauf. Also dies ist wirklich nur das Gröbste. Wichtig ist immer dieser 1 bis 2 cm darüber hinweg, damit man das auch wirklich toll ausstecken kann. Ja, die ein oder anderen kennen diese, wir nennen die immer Eishörnchen, aber dass man die nicht nur für Blumen nutzen kann, sondern auch für Stumpenkerzen, das zeige ich euch. Also diese könnte man auf jeden Fall hineinnehmen. Das hält wunderbar. Dann habe ich ganz klassische Pika, die man reinsetzen kann. Die finde ich auch sehr, sehr schön. Da passt auch eine Kerze richtig klasse rein. Und wer es gerne noch ein bisschen interessanter mag, kann natürlich auch so ein Windlicht mit einarbeiten. Und dann setze ich da wiederum so eine Zinkgeschichte rein. Dann ist es nicht so ganz langweilig, sondern schon mit den Kerzen sehr interessant angeordnet.
wie werde ich dieses hier jetzt befestigen? Ich habe einfach diese Pinholder und das ist ganz toll, auch wenn ihr was mit Windlichtern machen möchtet. Man hätte auch ein Windlicht, also so ein Teelicht meine ich, reinsetzen können. Das habe ich jetzt hier drunter einfach befestigt und dann kann ich das auch reinsetzen. Dann hat es eine gewisse Stabilität. So ein Gesteck schiebt man ja auch nicht immer von innen nach außen. Oder wenn ihr sowas für draußen machen möchtet, vielleicht für eure Terrasse oder den Balkon, kann man natürlich auch ein, zwei von diesen Windlichtern reinsetzen und das ganz üppig mit Tannengrün ausstecken. Ich werde jetzt weiterhin die unterschiedlichen Grünsorten reinsetzen. Dann habe ich diese wunderschönen Hagebutten. Die bleiben überall hängen, also ich weiß nicht, was von meinem Pullover noch überbleibt. Und ihr seht, die Früchte, die sind noch ganz, ganz fest und deswegen kann man die ganz klasse nehmen. Und das ist auch das Einzige, was ich an roter Deko reinnehme. Also keine roten Kugeln oder so, sondern wirklich so ein Gesteck, pur Natur, so richtig ehrlich. Und das werde ich jetzt erstmal in Ruhe ausstecken. Danach werde ich noch eine größere Nummer fertig machen. Und wenn wir die ausschmücken, dann werde ich euch natürlich erklären, wie ihr bei dem Gewinnspiel mitmachen könnt und so was Tolles gewinnen könnt. Ich bin schon beim Ausdekorieren dabei. Ich habe jetzt alles soweit ausgesteckt mit den unterschiedlichen Grünsorten, den wunderschönen Hagebutten. Jetzt habe ich ein paar Zapfen dazu gesetzt und jetzt bin ich am Überlegen, ob ich einfach noch so ein paar Birkensterne mit reinsetze. Finde ich ganz cool, um es noch so ein bisschen, ja, ein bisschen weihnachtlicher zu machen und ein bisschen verspielter. Aber das ist natürlich jedem selber überlassen. Ich mag das gerne mit diesen matten, natürlichen Materialien. Ich finde, dadurch wirkt dieses Zink natürlich auch ganz, ganz toll. Und ich kann es mir, wie gesagt, gut für draußen vorstellen, nur mit einem Windlicht oder mit zwei Windlichtern oder wirklich auf dem Tisch, auf einer großen Holztafel. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Und das könnt ihr gewinnen. Gehe ich gleich drauf ein. Ich möchte erst noch einmal diese Variante zeigen. Da mache ich jetzt nämlich gerade meiner Mutter eine große Freude mit. Ich bin hier das gleiche Prinzip. Ich habe das mit frischer Steckmasse ausgesteckt. Hier seht ihr es noch und wirklich ganz wild drauf los. Und hier habe ich diese langen Hagebutten mit eingeschlagen und auch ein paar Zapfen mit reingesetzt. Also wirklich so ein, ja, so einen waldigen, natürlichen Kranz. Man hätte auch mit Efeu arbeiten können, man hätte mit Viburnum arbeiten können. Aber ich finde es so sehr schön. Und jetzt ist die Frage, ob ich da jetzt eine cremefarbene Kerze reinsetze dazu oder halt eine rote. Was meinst du, Kameramann? Die cremefarbene? Die rote. Ja gut, okay. Dann werde ich da noch mal ein bisschen Moos drunter setzen und ein paar Zapfen, um es noch ein bisschen zu stabilisieren. Und dann passt die Sache eigentlich schon. Ich hoffe, dass das einigermaßen gerade ist. Ich meinte, dass es ein bisschen schief war. Aber es ist halt Natur. Nobody is perfect. So ein paar Zapfen dazu, um noch diesen natürlichen Touch zu geben. Und wenn man das natürlich auf der Terrasse stellt, muss es ja, vom Regen geschützt sein. Sonst kommt der Regen natürlich rein, aber die Terrasse ist zum Glück überdacht, deswegen passt das ganz gut. Ja, wie könnt ihr dieses geile Do-It-Yourself-Kit, also ihr werdet die unterschiedlichen Materialien zugeschickt bekommen, die Steckmasse, die Kerzen, die Windlichter, Kerzenfarbe dürft ihr euch aussuchen und ich gehe für euch in den Wald und pflück die Hagebutten höchstpersönlich und das werden wir euch zuschicken. Wie ihr es gewinnen könnt, ihr müsst einmal diesen Channel abonnieren, liken und einen Kommentar unter diesem Video schreiben. Dann machen wir, nee, nicht am nächste Woche Sonntag bekannt, wer das gewonnen hat und ihr müsstet das bis zu Freitag kommentiert haben, weil dann würden wir den Gewinner auslosen und das dann an dem Sonntag bekannt geben. Das ist bis zum 6. November, habe ich das richtig? Nicht, dass ich mit den Daten jetzt durcheinander komme. Ja, ich hoffe, euch gefällt diese Naturvariante. Ich werde natürlich auch noch ein bisschen Glam Glam machen. Das kommt dann nächste Woche. Ich muss mich jetzt langsam in Schale schmeißen, weil gleich unser Live-Chat anfängt, der gestern dann für euch war. Und ich freue mich da schon ganz
tüchtig drauf. Drückt mir die Daumen, dass alles geklappt hat oder klappt. Euch allen einen schönen Sonntag und bis bald. Ciao! What a feeling, now it's time for Christmas. And Christmas is my favorite time of year. It's beginning to look like all my wishes are coming true, that's why I cheer. I've been busy decking the halls, I've been kind to big and small, and now it's time to have a merry holiday. What a feeling when it's time for Christmas. Let's sing a carol and we'll bring it here. I guess that spring and summer, they're all fine. Tee nicht vergessen, hoffentlich kann ich das dann auch irgendwie reinbekommen. Also zum Abonnieren, um das zu gewinnen, klickt einfach hier oben und wer noch Lust und Zeit hat für ein weiteres Video, ich liebe einfach Weihnachtsdekoration, klickt einfach hier unten.